So, Sprechprobe. Wir fangen an. Ja, bitte schön. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bin der Heinz Moos und ich wollte sagen, ich bin einer der wenigen lebenden Zeitzeugen, die die alte Station noch gesehen haben, aber wie ich so schaue, sitzen da möglicherweise noch ein, zwei, drei andere Zeitzeugen aus meiner Altersgruppe da dabei. Ich möchte Ihnen einfach ein bisschen was über die Schnellbahnstation erzählen und über die Bürgerinitiative, über das, was wir richtig gemacht haben und über das, was wir falsch gemacht haben. Wir haben nämlich einiges recht gut gemacht, aber wie Sie wissen, die Station ist nicht mehr da. Also irgendwas haben wir dann doch nicht ganz richtig gemacht. Die Station gibt es ja seit ungefähr 100 Jahren. Es war eine der wichtigsten Verbindungen oder eine in dieser Gegend, nämlich sie ist gleich nach der Ostbahnbrücke die erste Möglichkeit, hier auszusteigen. Das war eine Station, die bestand aus gar nichts, nicht einmal aus einem Bahnsteig. Und die Zielgruppe waren Leute, die dort gewohnt haben. Es waren am Anfang Kleinhäusler, die Kleinhäusler sind dann immer mehr geworden, auch immer, die Häuser sind immer größer geworden. Und so hat man dann eine Station gemacht, die hat aus einem Bahnsteig bestanden, genau dort, wo die Ostbahn über die Raffineriestraßen drüber fährt. Das weiß ich gar nicht, kennen Sie sich alle dort aus? Erzähle ich Ihnen da ganz was Neues oder sagen Sie, hätte ich kenne eh schon alles? Ich kenne mich aus, ich habe die alte Stelle oft benutzt. Sie kennen sich aus, das ist gut. Also es ist immer gut, wenn Sie Zuhörer auskennen, ist mir lieber, als wenn Sie sich nicht auskennen. Ja. Der langen Rede kurzer Sinn, dann kam das Jahr 1995, das Kraftwerk Freudenau wurde gebaut und dann hat man gesagt, okay, der Stausee wird steigen und die Schiffe können nicht mehr unter der Ostbahnbrücke durchfahren. Da haben wir gesagt, na gut, es ist leicht zu machen, heben wir die Ostbahnbrücke, hat man auch gemacht, 4,5 Meter und auf dieser Rampe zur Ostbahnbrücke stand halt, war die alte Station Lobau. Die haben einfach weggerissen, das war unausweichlich, aber man hat sie dann nicht mehr dazu gebaut. Das war dann nicht mehr unausweichlich, das war dann, wäre ausweichlich gewesen. Aber gut, es wurde auch ausweichlich, denn es gab dort ein paar Leute, die unbedingt die Station wieder haben wollten, die sind extra dorthin gezogen und haben dort auch durch die Verkehrsverbindung nach Wien, entweder weil sie dort gearbeitet haben oder weil die Kinder in die Schule gegangen sind, hatten sie einfach dort ganz ein vitales Interesse, dass man dort einsteigen konnte. Und wir waren eigentlich so also eine Handvoll mutige Männer und Frauen. Und wir haben uns einfach gesagt, wir haben einen entsprechenden Leidensdruck gehabt. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Station wieder haben. Und dann hatten wir ein paar gute Freunde noch, das eine war der Peppi Edler, das war ein Nationalratsabgeordneter, der auch ein Funktionär der ÖBB-Gewerkschaft war. Also wir haben auch Freunde in der ÖBB gehabt, komischerweise, das war ganz wichtig. Und der andere war der Michael P., dessen Namen ich hier nicht nennen soll, aber den eh alle kennen. Und wir haben einfach uns zum Ziel gesetzt, wir gehen den Politikern so lang auf die Nerven, bis wir die Station kriegen. Und wir haben da also, damals gab es noch keine Klebstoffe und so weiter oder nicht so gute. Wir haben halt ganz freundlich gemacht, aber auch ziemlich penetrant. Nämlich, wann immer eine Veranstaltung war, wo sich Politiker in Szene setzen wollten oder mussten, bei Eröffnungen, bei Vorträgen und so weiter, zum Beispiel beim Eröffnung des Parkhauses Südbahnhof, das ist auch schon wieder weggerissen, aber dort, da saß dann der Bundeskanzler Klima und die ganzen ÖBB-Granden und plötzlich standen wir, bevor die mit ihren Reden anfangen konnten, standen wir dort mit unseren Plakaten, wir waren 3, 4 Leute, Backpapier, Lobau, Station Lobau, mit ganz einfachen Mitteln und sehr freundlich. Die Politiker waren auch freundlich, denn sie konnten eigentlich nicht unfreundlich sein. Wenn wir auf der Bühne oben stehen und die stehen auf der Bühne oben und sie wollen was Nettes erzählen, dann konnten sie uns auch nicht so wirklich rausschmeißen. Und wie gesagt, wir waren sehr freundlich, aber wir waren lästig. Und da waren wir dann schon sehr bekannt eine Zeit lang. Und dann haben wir noch andere
schon noch lustigere Veranstaltungen gemacht. Es muss ja ein bisschen Spaß auch machen. Wir waren einmal beim ÖBB-Generaldirektor Traxler, den haben wir besucht, unangemeldet. Wir waren in seinem Büro, bevor er noch dort war, 7 Uhr in der Früh. Na, dann kam er und hat natürlich entsprechend wenig freundlich reingeschaut und hat uns also angetragen, wir mögen das Zeug da sofort verlassen, weil er sonst die Polizei holt. Wir haben gesagt, selbstverständlich, wir wollen ihn nur erinnern, dass wir die Station gerne hätten. Und dann sind wir gegangen und dann waren wir nicht ganz so auf der Nudelsuppe hergeschwommen. Als wir aus dem Büro rausgingen, standen draußen ein paar Reporter und plötzlich hatten wir einen Spaten in der Hand und sagten, wir möchten ihm den Herrn Generaldirektor überreichen wegen des Spatenstichs für die Station. Und die Presse hat das fotografiert und wir waren in der Zeitung. Und auf diese Weise sind wir immer wieder in die Zeitung gekommen. Wir haben auch andere Veranstaltungen gemacht. Wir haben einen Schienenersatzverkehr gemacht. Da haben wir eine Kutsche gehabt, eine Pferdekutsche, ein Pferdewagen war es, vom Bolzer, das war der Biobauer, jetzt heißt es Stadtfarm da hinten. Der war auch natürlich interessiert, dass die Station wieder kommt. Und wir sind auf dieser Kutsche gesessen und dann hatten wir noch eine Musikkapelle. Und wer, glauben Sie, hat die gehabt, die Musikkapelle? Wer von wem war die? Von der Bundesbahn, von der ÖBB. Es war eigentlich ein riesiges Durcheinander an Motivationen. Aber der Peppi Edler, wie gesagt, der hat uns das organisiert. Und wir sind durch Stadlau gezogen am Wochenende, Riesengaudi. Und Schienenersatzverkehr, weil wir ja keine Station hatten, mussten wir einen Schienen. Das war natürlich eine sehr lustige Idee, weil von Schienenersatzverkehr war natürlich keine Rede. Und dann hatten wir noch eine bessere Idee. Wir machten eine Sprungtuchaktion. Wir haben gesagt, weil wir keine Station haben, übergeben wir der Bevölkerung von Stadlau ein Sprungtuch, das war ein Leintuch, und damit man da rausspringen kann. Und diese Veranstaltung hatten wir gut beworben. Es kamen auch Politiker, die dann letztlich auch Reden gehalten haben. Es kamen viele Anrainer und es kam auch die Polizei. Und als mich die Polizei fragte, wer springt da hier raus? Da habe ich gewusst, da haben wir gewusst, wir sind am richtigen Weg. Das, so müssen wir weitermachen. Und so haben wir dann auch wirklich weitergemacht. Und ein Jahr später, ein gutes Jahr später, hatten wir die Station wieder. Da haben wir uns gefreut. Das war die gute Nachricht, die ich Ihnen erzählen wollte. Wir waren freundlich, wir waren konsequent und penetrant. Penetrant, das muss man dazu sagen. Das waren wir schon. Dann zogen 15 schöne Jahre ins Land. Wenn man, würde man fast sagen, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Aber dann um das Jahr 2010 kam die ÖBB und die Stadt Wien auf die Idee, dass es doch nicht so gut ist, die Station, und dass sie es doch eigentlich wieder weghaben wollen. Argumente waren Kosten, waren Fahrplanprobleme, da werden wir heute noch was erfahren darüber. Man hat alles Mögliche erzählt und wir haben gesagt, nein, wir brauchen die Station, es gibt ein Umland, es gibt viele Fahrgäste, es gibt Bewohner, es wurde gebaut in der Gegend, also die Gegend hinter dem, das heißt Kleehäufel heißt es, also zwischen SMZ Ost, also dem Donauspital und der Ostbahnbrücke, diese Gegend war natürlich ein Siedlungsgebiet und es kamen immer mehr Bewohner hin. Das war aber der ÖBB eigentlich egal. Man hat gesagt, es sind zu wenig Fahrgäste. Und sie haben gesagt, nein, es sind genug. Und dann hat die ÖBB gesagt, wir zählen jetzt die Fahrgäste. Sie machen eine Fahrgastzählung. Sie machten eine Fahrgastzählung. Und wir haben uns gedacht, naja, wenn die ÖBB das zählt, wer weiß, ob sie, damals hatten wir noch nicht geahnt, dass man auf einer Excel-Tabelle die Sachen irgendwie so eingeben kann, dass ganz was anderes rauskommt. Das war ja erst dann später, aber visionär hatten wir schon diese Sorge und wir haben auch gezählt. Und jetzt werden Sie sich nicht wundern, wenn Sie hören, dass diese Zahlen nicht ganz deckungsgleich waren. Ich glaube, unsere Zahlen haben eher gestimmt.
Das hat die ÖBB jetzt noch nicht so richtig beeindruckt. Da sind sie auf eine noch bessere Idee gekommen. Sie haben gesagt, machen wir es doch so, dass weniger Leute einsteigen können. Wie macht man das? Indem die Züge einfach weniger oft stehen bleiben. Das war eine super Idee. Zwar nicht das Ideal, das eigentliche Ziel der Bundesbahnen, dass Leute fahren, sondern sie wollten, dass keine Leute fahren. Na gut, da haben sie den Fahrplan ausgedünnt. Wir hatten früher pro Stunde 3 Stopps. Am Schluss hatten wir einen Stopp pro Stunde. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie da einen Zug versäumen, knapp eine Minute versäumen, dann müssen Sie 59 Minuten warten auf den nächsten Zug. Da machen Sie dann doch was anderes. Man hat ja auch gesagt, da gibt es die U2, die U-Bahn, die neue. Die fährt allerdings ganz woanders hin. Die fährt zum Praterstern und die S80 fährt nach Simmering und auch dann weiter. Traumhafte Anbindung an Wien bis Meidling und so weiter. Also eine super Sache. Na, man wollte es einfach nicht. Ja, und mit diesem geringen Fahrplan, mit diesem ausgedünnten Fahrplan waren tatsächlich weniger Fahrgäste da. Und wir gaben trotzdem nicht auf, aber die ÖBB und die Gemeinde Wien blieben ziemlich stur. Sie hatten noch einen Pfeil im Köcher. Sie hatten gesagt, wir machen jetzt noch eine Chance, geben wir euch eine Mediation. Mediation. Das ist das Zauberwort. Vorsicht, aber bitte. Denn Mediation ist ein Verfahren, wo streitende Parteien mit Hilfe von Mediatoren, also psychologisch gebildeten Männern oder Frauen, zu einer Einigung kommen. Wird häufig angewendet bei Ehestreitungen, Ehestreitigkeiten, wer kriegt das Haus, wer kriegt die Kinder, oder wer kriegt gar nichts oder so weiter. Also hat man sich dann, bei sowas kann man sich einigen. Das Problem war nur, bei uns waren zwei Probleme. Das eine ist, es gab eigentlich keinen Kompromiss, denn die ÖBB wollte keine Station und wir wollten eine Station. Der Kompromiss wäre gewesen, eine halbe Station geht nicht. Oder einen Tag bedienen, einen Tag nicht bedienen. Es war der lauter Blödsinn. Und das Zweite war natürlich, wenn man so eine Mediation eingeht, das hätten wir eigentlich wissen sollen, man hat uns gewarnt schon von der Mediation anlässlich des Flughafens damals, wenn zwei streitende Parteien sehr unterschiedlich sind, die eine hat das Geld und die wirtschaftliche Power und die andere hat nichts, dann ist die Chance für die Partei, die nichts hat, und das waren leider wir, die Bürgerinitiative, ziemlich schlecht, die Chancen. Und die ÖBB hat diese Mediation bezahlt. Wir haben das einmal hochgerechnet, die hat an die 100.000 Euro gekostet. Das waren 2 Jahre Mediation, das können Sie sich gar nicht vorstellen, das waren 17 Sitzungen, wo gut bezahlte, möglicherweise mit Überstunden bezahlte Funktionäre der Bahn, der Bundesbahn und der Stadt Wien waren und wir auf unsere eigenen Kosten durchgesessen sind. Im Rathaus hat sich das abgespielt. Und es war einfach so, und auch wer die Mediatoren bezahlt, der kann auch ein bisschen bestimmen, was dann im Protokoll drinnen steht. Und man hat natürlich immer drauf sozusagen es so weit so getrimmt, dass man uns überzeugt hätte, aber man hat uns nicht überzeugt. Und was uns dann wirklich das Genick gebrochen hat, war, dass während der Mediation die ÖBB bereits die Station aus dem Fahrplan und aus dem Stationsverzeichnis rausgenommen hatte. Das heißt, wir machten eine Mediation über etwas, was es eh gar nicht mehr gab. Das war natürlich toll. Und da waren wir dann, ja, wir waren weg vom Fenster. Die Station wurde nach einem Jahr nicht mehr bedient und nach weiteren 2 Jahren wurde sie abgetragen. Jetzt kann man dann sagen, ja, wieso hat man sie überhaupt abgetragen? Das kostet auch wieder Geld. Sie hat ja niemanden gestört. Die Station war funktionsfähig. Man wollte natürlich, man hat es verglichen mit einem Neubau. Mit allem Pipapo hätte der Neubau 15 Millionen Euro gekostet. Die alte Station, so wie es wir bekommen hatten, hatte 20 Millionen Schilling gekostet, also 1,5 Millionen Euro.
Das war ein Faktor 1 zu 10. Da hat man natürlich kalkulatorisch schon ein bisschen tief in die Tasche und in das Fantasiesackerl gegriffen. Und das hat man natürlich auch da immer verbreitet. Also die Station kostet so wahnsinnig viel. Das geht nicht mehr. Das können wir nicht machen. So, das ist jetzt die Situation. Wir haben die Station verloren. Aber wir haben nicht die Hoffnung verloren und wir haben auch nicht den Mut verloren. Und wir wissen, dass die Zeit sich geändert hat, das Bewusstsein hat sich geändert und die Bevölkerung wird immer mehr und die Politiker haben sich auch ein bisschen geändert. Das war schon bei der ersten Station so, dass sie sagten zuerst, nein, wir wollen die Station nicht, und als sie dann da war, sagen sie alle, wir waren schon immer dafür. Wir waren immer schon dafür. Und das wird auch wieder so sein. Der Herr Bezirksvorsteher Nevredi und die Frau Stadträtin Zimmer, sie werden am Schluss sagen, wir waren immer schon dafür. Wir sind so froh, dass wir jetzt diese Station haben. Und das wird noch ein bisschen dauern. Es wird noch ein bisschen dauern, vielleicht ein paar Jahre. Aber eines Tages werden wir diese Station wieder bekommen. Damit bin ich schon am Ende meiner Geschichte. Ich möchte mit einem Traum enden. I have a dream. Die Schnellbahnstation Lobau ist nicht tot. Sie schläft nur. Und sie wird eines Tages wieder wachgeküsst. Und von wem das abhängt, das ist die Bevölkerung, das wird die Bundesbahn sein, das wird die Bürgerinitiative sein und das werden auch Sie sein. Es hängt von Ihrer Initiative ab und dafür wünsche ich Ihnen viel Glück, viel Erfolg und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, es gibt ja auch diese, auf der anderen Seite der Donau, die Station Praterkee. Die hat Aufgänge, Beton, die hat schon Schächte für Aufzüge. Und ich glaube, dass dort weniger Leute ein- und ausgestiegen sind als in der Station Lobau. Schwer zu vergleichen, aber dort ist eigentlich nie was los. Gut, aber die Industrie hat natürlich Vorrang, weil wie die Herr Barthemosan hingekommen ist, sofort wurde die Station gebaut. Ne? Und ich hoffe nur, dass das nicht, ich weiß gar nicht, ob das Schilling oder Euro, dass das nicht 1,5 Milliarden. Aber die Station Simmeringer Heide, die gibt es ja noch. Natürlich. Ja. Ja, na gut, aber erst so 30 Jahre, nicht länger. Ne? Aber gut, da sind neue Firmen hinzugezogen. Die vier Arbeitskräfte brauchen. Ja, ja, Herber kennen wir sie an. Dietzelrohre und so weiter. Ja. Also ich war früher öfters in der Lobau und seit es die Haltestelle nicht mehr gibt, war ein einziges Mal dort jetzt. Also mir fehlt die Haltestelle, aber nicht nur die Lobau, sondern auch Kallenberger Dorf. Halb? Kallenberger Dorf. Okay. Leopoldsberg. Ja, ja, der Nasenweg. Die Nasenberühmte, die fehlt auch die Haltestelle. Mhm. Und da muss ich eins sagen, wie das in Deutschland in Karlsruhe zugeht. Der Ludwig, damals der Direktor der Altbahn, hat eine Haltestelle gebaut für ein Haus oder was, mit einer selektiven Türsteuerung, also der Bahnsteig nur 2 Meter lang, ganz billig. Haben sie gefragt, warum macht der Haltestelle? Und die Antwort war, das kommt dem billiger, als wenn dein einen Haus einen eigenen Bus führen muss. Ja. So hat der argumentiert. Ja, ja. Gut, schönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Ich bin Verkehrssprecher bei den Grünen Simmering und das Thema S80 beschäftigt uns natürlich auch schon seit Jahren. Warum kann ich euch, Ihnen heute was erzählen? Es ist so, der Bezirk selbst hat im Rahmen der Bezirksvertretung die Möglichkeit, Anfragen zu stellen, obwohl der Bezirk selbst bei der S-Bahn natürlich keine Kompetenzen hat, hat das die Stadt oder das Land Wien hier als Aufgabenträger, als Besteller sehr wohl eine Zuständigkeit und unsere Fragen werden freundlicherweise auch beantwortet. Das heißt, das sind quasi meine Quellen.
Von der Geschichte her ist es vielleicht ohnehin vielen bekannt. 1991 erstmals die Einführung des 30-Minuten-Intervalls auf der S80. Hat sich dann im Jahr 2000, als die U3 bis Simmering verlängert wurde, nochmal verbessert. Da wurde kurzzeitig oder für einige Jahre ein 20-Minuten-Intervall sogar eingeführt. Später dann die Führung über den neuen Hauptbahnhof, was ja noch einmal ein zusätzlicher Gewinn war. Aber dann ging es eigentlich kontinuierlich abwärts. Auflassung der Haltestelle Lobau, wir haben es eben gehört. Auflassung Haltestelle Hausfeldstraße, dazwischen nochmal die Verlängerung eben bis Hütteldorf, wo eigentlich die S80 jetzt ihre endgültige Lage hat, Hütteldorf, Hausfeldstraße bzw. S-Bahn Nord. Und zwischendurch wurde das 20-Minuten-Intervall auf einmal in der Stunde wieder ausgedehnt. Und seit 2020 haben wir eben dieses 30-Minuten-Intervall jetzt auch am Wochenende durchgehend. Die Lage ist, glaube ich, soweit bekannt. Die S80 ist eine super Linie, quasi die Südosttangente auf Schienen, verbindet alle 5 U-Bahn-Linien, verbindet den Nordosten Wiens mit den Westbezirken bis nach Hütteldorf, Meidling, Hauptbahnhof, also eigentlich die ganzen wichtigen Umsteigeknoten sind dabei. Und das Potenzial an der Linie selbst ist ja, wie wir eh auch schon gehört haben, enorm. Nicht nur jetzt in der Donaustadt, wo ja laufend die Bevölkerung wächst, auch eben in der Simmeringer Heide, wo wir Industrie haben, wo auch neue Wohnungen gebaut werden, wo Stadtentwicklung stattfindet und ja, ebenso auch im Westen Wiens. Grundlage des Verkehrs, also wie oft fährt die Schnellbahn, ist immer der Verkehrsdienstevertrag. Das heißt, die Länder als Aufgabenträger bestellen Verkehrsleistungen gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Ostregion, in dem Fall bei der ÖBB Personenverkehr, die dann die Züge führt. Und der jetzige Verkehrsdienstevertrag, der läuft eben 2019 bis 2029 und es wurde da auch schon quasi Vorsorge getroffen, S80 im Viertelstundentakt sowie Verlängerung einmal stündlich bis Macheck. Aber wann? Nämlich genau dann, wenn die Verbindungsbahn in Hietzing in Betrieb genommen wird. Das heißt, das Ganze ist hier politisch-technisch junktimiert. Und wir wissen, der Ausbau der Verbindungsbahn in Hietzing, der stockt, der verzögert sich aus diversen Gründen. Er wurde erst vor ein paar Wochen wiederum verschoben. Baustart ist jetzt, glaube ich, 2025. Das heißt, realistischerweise reden wir jetzt von 2029 bis 30, dass wir hier in die Gänge kommen mit einem Viertelstundentakt. Wie gesagt, der ist zugesagt, aber verbunden mit diesem Ausbau in Hietzing. Was gibt es noch? Es gibt das Zielnetz 2025 plus. Das Zielnetz ist eine etwas unverbindlichere Vorausschau, in welche Richtung sich das Schienennetz in Österreich entwickeln soll. Es ist nicht so konkret wie die ÖBB-Rahmenpläne. In den ÖBB-Rahmenplänen ist dann ganz konkret festgelegt, was wo gebaut wird, mit welchen finanziellen Mitteln. Diese Rahmenpläne werden auch, glaube ich, jährlich aktualisiert. In den Rahmenplänen ist nichts über die Strecke von Hauptbahnhof über Simmering nach Stadlau zu finden. In dem Zielnetz ist es perspektivisch mal sehr schwammig drin, durchgehend dreigleisiger Ausbau Simmering. Erdberger Lände, wahrscheinlich war gemeint, in weiterer Folge zumindest bis zur Donaubrücke. Aber es ist eben, wie gesagt, nicht im Rahmenplan enthalten. Es gibt hier keine finanziellen Mittel. Die Stadt Wien hat sich einmal eine Machbarkeitsstudie gewünscht für diese Donauquerung, sprich neue Donaubrücke, 4 Gleise, aber auch daraus wurde leider nichts. So, wie schaut es infrastrukturseitig aus auf der Strecke? Wie gesagt, der Ausbau der Verbindungsbahn ist quasi on hold, wir warten darauf. Und daher kam eigentlich die Frage, wir wissen es alle, die S80 ist gut frequentiert, gerade in der Früh sind die Züge voll, man kriegt mit Mühe noch einen Stehplatz. Seitdem eben die Führung Hauptbahnhof Meidling ist, wird das auch wirklich stark genutzt. Und zwar die Frage, wenn die Verdichtung auf der Gesamtstrecke nicht möglich ist, kann man jetzt zwischenzeitlich temporär eine Lösung finden, dass man zumindest zwischen Hauptbahnhof und S-Bahn verdichtet, um zumindest eben die Donaustadt Simmering hier besser anzuschließen. Und hier ist es jetzt so, die ÖBB Personenverkehr, die führt die Züge, aber zuständig für die Kapazität, also für die Trassen, für die Gleise, wie viele Züge dürfen fahren pro Stunde, ist die ÖBB Infrastruktur, die quasi eine andere Tochtergesellschaft im ÖBB-Konzern ist. Und die Aussage war immer schon, also schon vor 5 Jahren,
dass auf der Strecke Simmering-Stadt-Lau maximal 4 Züge pro Stunde möglich sind, aber nicht mehr. Der Hintergrund war damals, man hat ja damals auch überlegt, den Bypass zu führen, also sprich Simmering, Stadt-Lau, Breitensee, Gewerbepark Stadt-Lau und dann weiter Richtung Wolkersdorf, Mistelbach oder Gänserndorf. Und da hat es immer geheißen, naja, wenn 2 Züge fahren von der S80 nach Aspern Nord, dann sind maximal noch 2 Züge möglich Richtung Breitensee, Süßenbrunn und so weiter, aber nicht mehr. Die Infrastruktur begründet das eben damit, dass die Strecke gleichzeitig genutzt wird mit Güterverkehr, dass man auch den schnellen Personenverkehr hat, sprich den Railjet Richtung Prag. Wir haben jetzt auch private Anbieter wie den Regiojet und so weiter. Nicht? Und ein zweites Argument, was immer gebracht wurde, war eben, wenn die S80 am Hauptbahnhof wenden muss, braucht man freie Gleise. Hauptbahnhof ist ohnehin knapp mit der Kapazität und alles ein bisschen schwierig. Was noch fehlt, ist die Wendeanlage in Aspern Nord. Die hat man nämlich schlicht und einfach vergessen. Ja, ein trauriges Kapitel. Man hat eigentlich die Strecke Richtung Macheck ausgebaut, ganz viel Geld, aber man hat die Wendeanlage vergessen. Die S80 wendet ja jetzt quasi am freien Streckengleis nicht und fährt wieder zurück. Aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Die soll gebaut werden, wann in den nächsten Jahren, dieses Jahr, nächstes Jahr hat es geheißen, aber noch ist nichts zu sehen. Lösungen gibt es auch Lösungen, um diese Engstelle zu beseitigen zwischen Simmering und Stadt-Lau. Da gibt es Überlegungen, dass man eben natürlich langfristig 4 Gleise ausbaut, die Donaubrücke komplett neu baut oder eine zweite Brücke daneben baut. Aber ganz realistisch reden wir da von einem Zeitraum von 20, 30 Jahren mit all den Verfahren, Finanzierungen und so weiter. Es gibt auch mittelfristig Überlegungen, dass man im Bahnhof Erzberger Lände ein neues Gleis dazulegt, um quasi diese Entflechtung zwischen Güterverkehr und Personenverkehr hinzukriegen, dass man überholen kann, dass man die Güterzüge zur Seite stellen kann. Aber auch da ist nichts konkret, nicht? Und so wird halt im Moment weiter gewurschtelt. Der Verkehrsverbund hat dem Bezirk eine Stellungnahme abgegeben im Juni 2022, wo eigentlich schon ja, die wichtigsten Punkte nochmal rausgenommen sind. Nämlich, also Fahrgastzahlen, wir haben natürlich nichts Konkretes, die ÖBB sitzen natürlich auf den Fahrgastzahlen und geben sie nicht her, aber der Verkehrsverbund schreibt, besonders zu den Hauptverkehrszeiten bereits hervorragend ausgelastet. Ja, wir wissen eh, wenn wir alle so drinstehen und es ist halt ziemlich voll, dann kann man das so beschreiben. Ja. Machbarkeit einer Verdichtung zwischen Hauptbahnhof und Aspern Nord wird geprüft, ja, wird leider schon seit Jahren geprüft, nichts ist rausgekommen. Und die Gründe eben, warum ist es so schwierig, ja, zusätzliche Zugwenden, Abstellflächen und dann auch noch die Interaktion mit dem Projekt für die Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke. Sprich, ich komme nachher noch dazu, wenn die Stammstrecke saniert wird und das geht nächstes Jahr los und geht bis 2027, wird es Umleitungen geben über Simmering statt Lau. Das heißt, ich habe dort weniger Kapazität, ich habe weniger Möglichkeiten, zusätzliche Züge der S80 zu führen. Das sind einfach die Rahmenbedingungen. So. Und was aber jetzt passiert ist, war was ganz Interessantes, nämlich vor ziemlich genau einem Jahr hat die Schieneninfrastruktur die Vorausschau für den Fahrplan 2024 veröffentlicht. Das heißt, das ist der Fahrplan, der jetzt im Dezember in Kraft tritt für das kommende Jahr, für 2024. Und da haben sich ganz interessante Dinge gefunden, die man so noch nicht gesehen hat. Nämlich ganz konkret viel mehr Züge. Man wollte die Rex-Züge von Bratislava bis nach Meidling führen. Man wollte R80-Züge führen, alle 30 Minuten Hütteldorf-Aspern bzw. nach Macheck. Man wollte zusätzlich S81-Schnellbahnen führen, alle 30 Minuten und Verdichtungszüge zwischen Meidling und Hauptbahnhof einmal in der Stunde. Das heißt, wir wären auf 6 Züge in der Stunde gekommen. Man sieht es da rechts im Fahrplanentwurf. Aber das alles war nicht mit der ÖBB-Infrastruktur abgestimmt, sondern es war sozusagen das Wunschprogramm des Verkehrsverbundes und auch der Stadt Wien, vielleicht auch Niederösterreich. Aber es war nichts jetzt wirklich ganz konkret vereinbart. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Der Verkehrsverbund ist ja seit Jahren in diese Sache involviert. Die verhandeln jedes Jahr darüber. Warum wünscht sich davor so etwas, wenn sie wissen, das geht gar nicht? Meine Vermutung ist, es ist da ein bisschen natürlich ein
soll man sagen, eine Verhandlungsbasis geschaffen worden. Davor wollte mal schauen, was man erreichen kann, und ist quasi mit der Maximalforderung reingegangen und hat gesagt, das wünschen wir uns, und wollte dann halt schauen in Verhandlungen, wie viel dann übrig bleibt. Das Problem ist nur, das war ein Bauchfleck, weil es ist gar nichts übrig geblieben. Also der jetzige Fahrplan, der jetzt kommt im Dezember, ist mit ganz kleinen Nuancen genauso schlecht wie der jetzt schon gilt, nämlich der 30-Minuten-Takt. Ja. Insofern, ja, es ist halt peinlich, wenn man mit sowas rausgeht und nachher bleibt nichts übrig. Ich wurde auch gebeten, ein paar Worte zum Rollmaterial zu sagen. Grundsätzlich ist die S80 ja schon vor Jahren ganz offiziell auf Niederflurbetrieb umgestellt worden. Das heißt eigentlich, die Züge ganz rechts, die Reihe 4020, die aus den 70er, 80er Jahren stammt, nicht barrierefrei, nicht klimatisiert und so weiter, ist ja eigentlich schon ausgeschieden gewesen. Und wir wissen aber, immer wieder kommt es halt vor, dass statt einem Niederflurfahrzeug doch die 4020er wieder kommen. Es ist halt super unangenehm, wenn man darauf angewiesen ist, eben wegen Rollstuhl, wegen Kinderwagen, und man schaut halt vorher nicht rein, und nicht immer ist es sogar im Scott in der Fahrplanauskunft hinterlegt. Aber man steht halt dann da und unter Umständen muss man halt weitere 30 Minuten warten. Die neueren Fahrzeuge sind eben genau der Talent 4024 und der CityJet, die beide eigentlich regelmäßig auf der S80 fahren. Es droht aber jetzt diesen Herbst wieder eine Verschlechterung. Also es ist jetzt schon so, dass wir jetzt wieder zahlreiche 4020 haben, weil die ÖBB im Moment einen drastischen Fahrzeugmangel haben. Im Herbst wird's, oder im Dezember wird es so sein zum Fahrplanwechsel, dass die Koralmbahn in Kärnten in Betrieb geht, und die brauchen dort Fahrzeuge mit dem ETCS, dem European Train Control System. Das heißt, die werden einige Cityjets aus Wien abziehen, und in Wien haben sie eh zu wenig Fahrzeuge. Das heißt, wir müssen einfach damit rechnen, dass die 4020er noch länger uns leider erhalten bleiben auf der S80. So, wie schon angekündigt, Stammstreckensanierung. Es war vor kurzem ja in den Medien. Die Stammstrecke zwischen Meidling, Hauptbahnhof, Praterstern, Floridsdorf muss saniert werden, generalsaniert werden von Grund auf. Also da wird wirklich viel gemacht. Und es kommt zu Sperren. Also in den Jahren 24, 25, 26, zunächst immer im Sommer, Juli, August. Und dann aber 26, 27 ist es fast ein Jahr. Und für diesen Zeitraum wird es so sein, dass eben die Züge umgeleitet, nicht alle Züge, aber die Rex-Züge werden umgeleitet über, da oben über Süßenbrunn, Stadlau, Simmering. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den Jahren nicht die Kapazität haben, um irgendeine Verdichtung machen zu können auf der S80. Das ist auch wiederum ja, bedauerlich, nicht? Ja, ich bin eigentlich am Schluss. Ausblick, genau, wie schon erwähnt, eigentlich die einzige Verbesserung jetzt im Dezember ist, dass die Regionalzüge nach Eck einen durchgängigen Stundentakt bekommen. Das heißt, die werden auch am Wochenende jede Stunde fahren und nicht alle zwei Stunden. Die Sanierung der Stammstrecke sorgt halt für weitere Einschränkungen die nächsten Jahre. Es sind zusätzlich für nächstes Jahr auch noch Bauarbeiten statt Lausimmerung irgendwo einprogrammiert von der Infrastruktur. Das heißt, die Frage der Kapazitäten, da ist einfach ein Riesenfragezeichen. Es gibt viele Modelle, der Michael Palfinger hat da einiges erarbeitet, was man machen könnte. Das Problem ist halt, die Infra sagt nein und die hat das letzte Wort, nicht? Und letzter Punkt, 2029, ja, Verbindungsbahn, wir wissen es nicht, ob 2029 halten wird, voraussichtlich nicht. Der 15-Minuten-Takt, der ist politisch paktiert, aber bis dahin ist es halt fraglich, ob es irgendeine Zwischenlösung geben wird. Vielen Dank. Also ich würde Sie dann bitten, also gibt es noch Fragen, Verständnisfragen? Ja. Eine Frage, welche Stationen wurden vom R nicht mehr bedient? Weil da gab es auch mal eine Änderung oder Verschlechterung. Im Moment werden ja die Heidestraße, Praterkei, hier Städten nicht bedient vom R. Dazwischen hat, glaube ich, das Haltemuster immer wieder gewechselt, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie das entwickelt hat im Laufe der Zeit. Sie haben ja zwischendurch, wie die S-Bahn nur einmal in der Stunde fuhr,
den R als quasi als S-Bahn-Ersatz auch verwendet, nicht? Und da ist, glaube ich, der R in jeder Haltestelle stehen geblieben. Und jetzt lassen sie ihn wieder durchfahren. Ja. Also, natürlich, ob das gut ist, ich meine, ja, natürlich für die Pendler, die aus dem Machfeld kommen, die gewinnen ein paar Minuten. Für die Leute, die vielleicht zur Heidestraße wollen oder hier Städten, ist es natürlich wieder ein Nachteil. Nicht? Bitte. Und zu den Kapazitäten, mhm. Ja, haben Sie gesagt, eben wurde geplant, aber halt kein Geld, eine neue Donaubrücke, ja, mehrgleisig und so weiter. Sie haben auch gesagt, da gibt es ja die Railjet, die Schnellzüge, nicht nur Richtung Prag übrigens, sondern auch Richtung Warschau, ja, ja. Und weiter oben, nicht? Und sowohl die Polen als auch die Tschechen haben ja einiges gemacht, um die Strecke ab Grenze Wrocław, ne, schneller zu machen. Also irgendwann, glaube ich, ab nächstem Jahr wird man Wien-Prag theoretisch in 3,5 Stunden schaffen, ja? Also die Schnellzüge. Ja? Die Schwachstelle ist jetzt eben die Donaubrücke. Mhm. Gibt es da irgendeinen Plan? Kann man da vielleicht über EU etwas erreichen? Weil da kann man ja auch Geld initiieren, wenn man das richtig. Ja, weil es ja Teil des TEN-Korridors ist, kann man ja Fördermittel in Anspruch nehmen, so wie man es ja für die Korallenbahn für den Semmering-Tunnel getan hat. Was jetzt noch dazu kommt, ist mit dem Ausbau der Strecke der Machecker-Ostbahn Richtung Bratislava gibt es ja angeblich auch Pläne, Railjets vom Hauptbahnhof über eben Macheck nach Bratislava zu führen. Das heißt aber, man hätte dann unter Umständen 2 Railjets in der Stunde, einen Richtung Prag oder Warschau und einen Richtung Bratislava, was zusätzlich Kapazität natürlich bindet auf der Ostbahn. Ja. Aber ja, dazu weiß ich noch nichts Konkretes, das waren jetzt einmal Gerüchte. Ist eigentlich bekannt, wie das Haltemuster für die Ersatzzüge sein wird? Also ich vermute, weil es bisher immer so praktiziert wurde und übrigens auch letzte Woche Freitag, Samstag gab es ja auch wieder eine Störung beim Rennweg und es wurden die Rex-Züge umgeleitet, dass diese nur in Stadlau, Simmering und Hauptbahnhof halten. Ja. Hängt, weiß nicht, ob es mit den Bahnsteiglängen auch zusammenhängt, glaube ich eher nicht. Aber das heißt, es ist natürlich, ja, für die Leute, die von Stadlau, für manche ist es ein Vorteil, weil die haben zusätzliche Züge in der Stunde, aber für viele bringt es halt nichts. So. Und noch zu der Wendeanlage, Aspern hat vergessen, aber was sagt die ÖBB oder Gemeinde Wien, was versprechen sie was oder gar nichts? Oder? Also die Wendeanlage ist, ich glaube, sie war sogar im Rahmenplan drinnen. Also sie ist irgendwo schon berücksichtigt. Sie soll auch tatsächlich wirklich gebaut werden. Also nicht nur so Absicht, sondern aber ja. Politisch Druck machen, ne? Ich glaube, also dafür für die Wendeanlage selbst braucht es weniger Druck. Den Druck braucht es halt, dass man sagt, 15-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und S-Bahn Nord mit eben Halt in allen Stationen S80, nicht? Um hier mal kurzfristig eine Lösung zu finden, nicht, weil die Bevölkerung wächst weiter, gerade über der Donau und man kann ja nicht sagen, also die U2 führt eben genau, wie schon gesagt, die U2 führt in eine andere Richtung, bedient andere Relationen und hier geht es ja wirklich um diese Tangentialrelation nicht, zum Hauptbahnhof. Wir könnten ja vorübergehend auf der Anschlussbahn zur General Motors wenden, aus Bombard, wenn man ein kurzes Stück auf alle. Ja, ich weiß, inwieweit noch die Gleise liegen auf der Anschlussbahn. Gibt es nicht mehr, gell? Ja. Ja, es gäbe noch andere Möglichkeiten, nicht die S80, also zusätzliche Haltestellen jetzt Lobau, Hausfeldstraße, weiter hinten Schafflerhof, glaube ich. Verlängerung nach Groß-Enzersdorf wurde auch schon mal andiskutiert, nicht? Also da ist ja einfach viel Potenzial drinnen, nicht? Nur das wird im Moment überhaupt nicht gehoben, nicht? Man diskutiert eigentlich nur über Lobau-Autobahn, über Stadtstraßen, über Machfeld-Schnellstraßen, nicht? Also das ist die Frage, wo die politischen Prioritäten liegen und das Bedauerliche ist halt, ja, die Stadt ist halt beim Nahverkehr sehr auf ihr U-Bahn-Bauprogramm
fokussiert, nicht? Während Schnellbahnen eher das Ding vom Land Niederösterreich sind, aber nachdem die S80er nicht oder noch nicht nach Niederösterreich rausfährt, ist sie sozusagen irgendein Stiefkind, nicht, dazwischen. Vielen Dank. So, hört man mich jetzt? Ja. Ja, okay. Ja, also zuerst einmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, auch unsere Position darzustellen. Und für mich war es auch sehr danke für die Vorredner. Ich habe auch viele neue Infos mitgenommen. Einerseits, dass man bei Bürgerinitiativen langen Atem braucht. Und zweitens auch interessante Informationen über B-Fahrplanplanung und Diskussionen. Also unsere Bürgerinitiative gibt es jetzt seit 2021. Wir haben uns eben der Verbindungsbahn-Themas angenommen, weil das einfach bei uns im Bezirk, ich tue vielleicht auch noch einmal die Strecke hineingeben. Hier sieht man es eben. Das ist das Stück zwischen, also nach Meidling von der Stranzenbergbrücke durch Hitzing, durch Schweising bis nach Hütteldorf. Also der Plan der ÖBB, also das Projekt heißt ja Attraktivierung der Verbindungsbahn. Die Verbindungsbahn, die ja historisch in Hitzing immer auch eine Güterverkehrverbindungsbahn war zwischen Hauptbahnhof und Westbahnhof und dann durch den Bau des sogenannten Wildschweintunnels eine Entlastung gebracht hat für den Güterverkehr. Aber es ist de facto immer noch so, weil dieser Wildschweintunnel zu klein dimensioniert ist, eben nur einröhrig in Wien, dass immer noch die ÖBB sehr viele auch Güterverkehr da durchführen muss. Und ein Verdacht ist ein bisschen, dass hinter diesem Projekt Verbindungsbahn neu eben auch ein Güterverkehrprojekt der ÖBB steht und nicht nur das, was jetzt nach außen gesagt wird, eine Verdichtung des S-Bahn-Taktes, wofür wir natürlich auch alle sind. Auch wir wollen den 15-Minuten-Takt, keine Frage. Es ist nur so, dass dieses ganze Projekt halt durch ein dicht besiedeltes Gebiet geht und hier eben die Planung 15 Jahre alt ist und damals halt noch keine Klimakrise oder die Klimakrise noch nicht so im Bewusstsein war. Und so schauen eben auch die Pläne aus und das ist das, was wir bekritteln. Und generell freuen wir uns auf den 15-Minuten-Takt. Wir freuen uns auch über zwei neue Stationen in der Stranzenbergbrücke und in der Hitzinger Hauptstraße. Wobei nicht ganz erklärbar ist, warum die Hitzinger Hauptstraße nicht gleich ein bisschen weiter nach unten gelegt wird, um mit der U4 eine Verbindung zu haben. Und das Zweite ist auch, warum man nicht gleich dieses Teilstück oder dieses Projekt auch nutzt, um die Verbindung zum Benzinger Ast rüber zu machen, damit man die S80 eben auch rüberführen kann in den 19. Bezirk und so auch diesen S-Bahn-Ring schließen kann, der auch schon, glaube ich, seit den 70er Jahren irgendwo immer wieder im Gespräch ist. Also das ist das, was wir sozusagen, was wir vermissen in der Planung. Ja, also da ist jetzt noch ein bisschen die Historie der ganzen Geschichte der Verbindungsbahn neu. Das hat im 2013 begonnen, hat hier die ÖBB erstmalig Unterlagen vorgelegt und es wurde dann auf 2019 in der Stadt Wien, es war im Wien-Wahlkampf 2015, es gab dann 2016 einen Gemeinderatsbeschluss, wo allerdings noch keine detaillierten Pläne da waren und 2018 wurden dann die detaillierten Pläne erstmals in der Bevölkerung in Hitzing dargelegt und eben seither wird das eben diskutiert. Und es war mittlerweile auch die UVP-Verhandlung, die positiv beschieden wurde und das naturschutzrechtliche Verfahren, das positiv entschieden wurde. Und da gibt es eben zahllose Beschwerden eben von unserer Bürgerinitiative, aber auch von zwei anderen Bürgerinitiativen und einigen privaten. Und deswegen ist das Projekt eben jetzt, liegt beim Bundesverwaltungsgericht.
Was sind unsere Anliegen oder unsere Forderungen? Wir sagen einfach, dass das Projekt, so wie es derzeit ist, einfach keine Rücksicht auf die Menschen, die dort leben, nimmt, weil einfach der Bezirk wird auseinandergeschnitten, es werden Querungen, und da komme ich dann nachher noch im Detail drauf zurück. Es ist keine zukunftssichere Planung, weil eben die ganzen Vorgaben des Step 2025 der Stadt Wien nicht berücksichtigt werden. Es wird nicht gleich zum Beispiel eine Radinfrastruktur mitgeplant. Es sind eben die Übergänge zu den Kretzelzentren nicht gegeben. Und der dritte Punkt, es ist keine umweltfreundliche Umsetzung, weil für eine Strecke von 4 Kilometern 1000 Bäume gefällt werden sollen, die auch einen wichtigen, also Frischluftkorridor für die Stadt Wien darstellen. Und wir haben erst, also ich habe erst vor ein paar Wochen, weil angeblich anlässlich der Eingabe zum naturschutzrechtlichen Verfahren, wo wir uns jetzt wieder detaillierter eine Stellungnahme zu einer Replik der ÖBB abgeben mussten, haben wir eben die Baumpläne der ÖBB auch nochmal nachgezählt. Und auch da haben wir, also habe ich ein, bei